Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute für euch meinen Lesemonat aus dem Monat August. Es sind insgesamt 10 Bücher in Printform hier neben mir auf dem Tisch. Und eins habe ich als E-Book gelesen, aber ich habe natürlich wie immer ein paar davon zwischenzeitlich auch auf Nextory gehört. Wie ihr wisst, höre ich meine Hörbücher immer über Nextory. Und das habe ich auch diesen Monat fleißig getan. Wer Nextory noch nicht kennt, dem lege ich die App ganz nah ans Herz. Ich liebe Nextory, ich liebe die App, ich liebe es, Hörbücher zu hören, beim Putzen, beim Aufräumen, beim Wäschemachen, beim Kochen. Bin ich eigentlich immer mit meinen Stöpseln in den Ohren unterwegs. Nextory ist eine App fürs Mobiltelefon. Da könnt ihr euch mittlerweile über 500.000 Hörbücher, aber auch E-Books auf euer Telefon laden und dann einfach loslegen. Ich habe unten in der Infobox einen Link, darüber könnt ihr euch anmelden. Das kostet euch nichts extra, da könnt ihr 30 Tage lang die App auf Herz und Nieren prüfen. Ich habe da meine eigene Seite, da darf ich immer ein paar Vorschläge machen oder was ich meiner Community quasi als Hörbuch empfehlen würde. Und da könnt ihr dann über den Link einfach ein Probeabo abschließen und einfach die App einmal testen. Und wenn ihr danach sagt, nee, das ist doch nichts für mich, dann ist das natürlich auch gar kein Problem. Ich persönlich finde es halt sehr praktisch, dass man eine Fast-Forward-Funktion hat, dass man das Hörbuch nicht auf der normalen Sprechgeschwindigkeit hören muss. Ich nutze eigentlich auch täglich zum Einschlafen die Schlummerfunktion. Wie gesagt, ich bin total begeistert. Probiert's aus, macht euch euer eigenes Bild davon. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Berg, der hier neben mir steht und starten mit dem ersten Buch in den Lesemonat. Lustigerweise ist das erste Buch im Lesemonat auch das, das ich zuletzt beendet habe. Girl, Goddess, Queen. Mein Name ist Persephone. Persephone. Ich weiß nie genau, wie man das ausspricht. Ist der Debütroman der Autorin. Also sie hat vorher noch kein anderes Buch geschrieben. Es geht um die Neuerzählung der Geschichte oder der Liebesgeschichte zwischen Persephone und Hades. Es geht um griechische Mythologie, was ja bei mir auch immer sehr hoch im Kurs steht. Und ich muss auch sagen, am Anfang war ich ein wenig verwirrt, weil die Protagonistin Core heißt. Und ich dachte so, hä? Es geht doch um Persephone? Persephone? Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Wenn das jemand weiß, dann sag's mir bitte. Und dann lese ich die ganze Zeit von Protagonisten Core, Core, Core und war total verwirrt. Ich bin da anscheinend nicht up to date gewesen, dass das mal so war. I don't know. Auf jeden Fall lebt Core mit ihrer Mutter in Sizilien auf einer Insel und wird von den Göttern und allem abgeschirmt. Sie wächst da unter den Nymphen auf und ja, wird irgendwie immer so als kleines Mädchen behandelt, bis dann der Tag kommt, an dem sie heiraten soll und ihre Mutter dann mit Zeus abreist, um einen passenden Heiratskandidaten auf dem Olymp zu finden. Und Core nutzt die Zeit, um abzuhauen und das tut sie in das Reich von Hades und ihre Geschichte nimmt ihren Lauf. Ich habe das Buch total gerne gelesen. Es geht zwar sehr oft einfach nur um Gespräche, wer jetzt gerade wen unterdrückt und wer wen nicht leiden kann und wer gut ist und wer böse ist. Und das kann für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen anstrengend sein. Ich fand, es war gut eingearbeitet und es war auch, wenn man die griechische Mythologie bedenkt, wichtig zu lesen, wer mit wem kann und wer mit wem nicht kann. Es ist halt eben eine Neuerzählung. Und was ich auch ganz, ganz klasse finde, dass ausnahmsweise mal wirklich absolut keine Spice-Szenen in einem Buch sind. Das ist ja wieder so ein TikTok-Make-Me-Buy-It-Buch, so ein TikTok-Trend. Und die sind in der letzten Zeit immer sehr, sehr Spice-lastig. Hier findet ihr keine einzige Szene. Und trotzdem spürt man die Liebe zwischen den Protagonisten auf jeder Seite. Kommen wir zum nächsten Buch und zu einem absoluten Kontrastprogramm.
Ich habe das nächste Buch zusammen mit der Ivy gelesen und es wurde auch Zeit, dass es endlich mal von meinem Sub runterkommt. Es ist super schwer. Nevernight, die Prüfung, ist der Reihenauftakt zur Nevernight-Reihe von J. Christoph. Ich habe das Buch ja von Ivy bekommen mit diesem wunderschönen roten Buchschnitt. Und diese Hardcover-Ausgaben gibt es ja auch gar nicht mehr so neu zu kaufen, also die werden nicht mehr gedruckt. Ich habe Band 1 und Band 3 als Hardcover und Band 2 fehlt mir tatsächlich immer noch. Da halte ich jetzt die ganze Zeit schon bei Rebuy und Co. die Augen auf, aber irgendwie ploppt es nirgendwo auf. Ich muss mal bei eBay Kleinanzeigen gucken. Oder falls jemand von euch das Buch daheim hat und es loswerden möchte, darf er oder sie mir auch gerne schreiben. Ich habe auf jeden Fall jetzt Band 1 von meinem Sub befreit und es ist einfach super schwer. Ich halte es jetzt einfach so. Ja, und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang ein bisschen gebraucht habe, um in die Geschichte reinzukommen. Ivy musste mir da ab und zu mal ein bisschen in den Hintern treten. Komm, wir lesen jetzt weiter, weil sie ist auch nicht so 100% mit der Geschichte warm geworden zu Beginn. Aber um was geht es überhaupt? Es geht um Mia Corvere. Sie ist in der Ausbildung zur Assassinin. Und am Anfang war ich da auch ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, es geht darum, dass sie zur Assassinin wird, aber irgendwie war sie es dann schon und wollte dann so eine Art Weiterbildung in der Roten Kirche machen. So kam es mir zumindest einfach mal vor. Das hat mich am Anfang ein bisschen gestört, aber als ich dann mal in der Geschichte drin war, war es dann auch okay. Und dann habe ich wirklich Seite für Seite weginhaliert und weggesuchtet. Sie macht sich auf jeden Fall auf den Weg zur Roten Kirche, um da diese, ich nenne es jetzt einfach mal weitere Ausbildung zu machen und quasi sich für den Tod ihres Vaters zu rächen. Und dort ist so eine Art Schule für Assassinen, die aber keiner kennt. Keiner weiß, wo der Eingang dazu ist und keiner weiß, wo er die Rote Kirche findet. Es ist alles sehr mysteriös und dort macht sie eben Bekanntschaft mit vielen anderen, die so ticken wie sie und jeder so seine eigenen Pläne und Ziele verfolgt und es ist super brutal alles, es ist super, wenn man Christoph kennt, super vulgär teilweise geschrieben, es ist blutig, es ist blutrünstig, es ist J. Christoph, 100% J. Christoph und wir wollen jetzt im Oktober gegebenenfalls Band 2 weiterlesen, falls ich ihn bis dahin irgendwo finde. Und dann schauen wir mal weiter, wie die Geschichte mit mir und der Schattenkatze und der Schatten, was ist es, ein Wölfin, weitergeht. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, hat auch so richtig mein Herz erwärmt. The Stars We Reach von Lorena Schäfer spielt nämlich in Australien und wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich super gerne mal nach Australien reisen würde. Und irgendwie hat das so ein richtiges Fernweh-Feeling in mir ausgelöst. Wir begleiten hier nämlich Ivy, die ihren Freund beim Fremdknutschen erwischt und dann beschließt, ihren Traum wahrzumachen und nach Australien zu gehen. Ihr Freund hat nämlich immer so eine toxische Scheiße abgezogen, ich kann es nicht anders sagen, und sie klein gehalten und gesagt, das packst du eh nicht und du bist viel zu dies und du bist viel zu das und das kannst du nicht. Und ja, sie trennt sich von ihm und zieht ihr Ding durch. Lieben wir. Sie kommt nach Australien und hat eigentlich gar keinen Schimmer, was sie machen soll. Sie hat gedacht, sie hat eine neue Mitbewohnerin und diese Mitbewohnerin stellt sich raus als Mitbewohner. Dabei hat sie eigentlich gesagt, sie will mit keinem männlichen Wesen mehr etwas zu tun haben. Aber Taylor ist sehr überzeugend. Er ist nämlich ein super cooler Charakter und ich würde mir wünschen, ich hätte auch so einen Taylor in meinem Freundeskreis. Also ein wirklich sehr, sehr toller Protagonist. Und die beiden verstehen sich halt super gut nach den ersten Missverständnissen und es hat einfach so viel Spaß gemacht, sich die Geschichte der beiden anzuschauen oder anzulesen. Sie übernimmt dann auch einen Job auf so einer Obstfarm, was für mich wieder so ein bisschen Cherry Hill Feeling war. Zwischendurch hatte ich auch immer so ein Gilmore Girls Feeling.
Gilmore Girls in Australien. Es ist einfach ein Buch, das mich abholen konnte, das mein Herz berührt hat, das mein Fernweh getriggert hat ohne Ende. Und ja, Australien ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück nach oben gewandert in meiner To-Travel-Liste. Ich kann es auf jeden Fall jedem nur ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, wenn ihr so ein bisschen Seelenfrieden haben wollt. Wisst ihr, wie ich meine? Das nächste Buch und ich wurden leider keine Freunde. Ich habe Hotel Magnifique von Emily J. Taylor gelesen und irgendwie wurde ich weder mit der Protagonistin noch mit der ganzen Geschichte warm. Dabei klingt sie sehr, 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 sehr toll. Es geht um Jani, ich glaube, so wird sie ausgesprochen, und ihre Schwester Zosa, so habe ich es zumindest immer ausgesprochen, die früh zur Waise oder zu Waisen werden. Und Jani, die ältere Schwester, versucht halt, ihre jüngere Schwester durchzufüttern und ja, schuftet sich krumm und buckelig. Und eines Tages taucht dann dieses besagte Hotel Magnifique in der Stadt auf und sie beschließen, dort als Dienstmädchen anzuheuern. Und das Hotel ist halt magisch. Das Hotel taucht immer dort des Nachts auf, wo man es gar nicht erwartet. Also das ist kein festes Haus, sondern es ist einfach ein magisches Haus, nennen wir es einfach mal so. Und das hat mich eigentlich sehr, sehr angesprochen. Aber ja, wie sage ich immer so schön, in der Theorie toll, in der Praxis schlecht ausgeführt. Einerseits bin ich mit Jani nicht warm geworden, weil sie zu sehr egozentrischen Aktionen neigt. Und das kann ich ja von Grund auf schon nicht leiden. Als ihre Schwester spurlos verschwindet, habe ich irgendwie anderes Handeln von ihr erwartet und konnte da vieles einfach nicht nachvollziehen. Dann hatte ich totale Schattenthron-Vibes und wer meine Meinung zu Schattenthron kennt, der weiß auch jetzt, was ich meine. Manchmal gab es einfach richtige Abschnitte und Sequenzen und Kapitel, da ist die Autorin da einfach durchgerannt. Man hatte irgendwie gar keine Chance, eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufzubauen, sei es jetzt Hauptcharaktere oder Nebencharaktere. Und irgendwie war für mich alles nicht so zufriedenstellend. Ich habe, glaube ich, in der Rezension geschrieben, ich wollte das Buch mögen, aber ja, konnte mich leider nicht begeistern. Leider konnte mich das nächste Buch auch nicht so richtig abholen. Broken Blade, die Klinge des Königs, auch wieder so ein TikTok-Trend-Buch. Und da bin ich ja immer etwas skeptischer beim Reinlesen, aber versuche trotzdem unvoreingenommen ranzugehen, weil die Bücher können ja nichts dafür, dass sie einfach auf einer Plattform gehypt werden. Aber leider, leider, leider konnte es mich auch hier nicht richtig begeistern. Im Buch geht es um Kera, sie ist die Klinge des Königs, also quasi die ranghöchste Assassinin im Königreich. Und hier geht es dann tatsächlich mal nicht um die Ausbildung zur Assassinin, sondern darum, was passiert, wenn man Assassinin ist. Sie hat den Auftrag, sich um einen Rebellen zu kümmern. Da geht ein Gerücht durch das Land, dass da ein Rebell existiert und sie soll sich einfach um den kümmern. Soll den erledigen. Und irgendwie musste ich die ganze Zeit daran denken, dass sie mich total an Aelin erinnert. Also ich habe wirklich auf fast 500 Seiten, 493 Seiten, mir gedacht, ich lese über Aelin, die quasi auf den Feind angesetzt wird und der Feind dann gar nicht so böse ist, wie er sein sollte. Wisst ihr, wie ich meine? Was mich dann auch enorm gestört hat, war zum Beispiel die Thematik, dass Kera sehr stark alkoholabhängig ist. Und irgendwie kam es mir so vor, als wäre das irgendwie so als Lappalie abgehandelt worden. Es wurde total beschönigt und ja, wurde gar nicht ernst genommen. Und später wird die Alkoholsucht mit einem Zaubertrank geheilt. Als ob
das irgendwie total realistisch wäre. Ich meine, klar, es ist ein Fantasy-Buch, aber manche Dinge muss man einfach realistisch betrachten. Und für jeden, der vielleicht auch damit zu kämpfen hat, ist das einfach ein Tritt in den Hintern und eine Backpfeife. Hat mir also dementsprechend gar nicht zugesagt, diese Thematik. Und allgemein finde ich auch hier, die Story hatte super viel Potenzial und manche magischen Elemente darin konnten mich auch total begeistern und waren auch für mich mal erfrischend neu. Aber im Großen und Ganzen, ja, war es irgendwie für mich ein schlechter Throne of Glass Abklatsch, also ein sehr schlechter. Und ja, mit dieser Trinkthematik hatte ich sowieso schon ein bisschen den Groll gegen das Buch, sagen wir es mal so. Kommen wir aber jetzt zu einem Buch, das mich mehr begeistern konnte. Wir switchen wieder in die New Adult-Richtung, beziehungsweise Liebesroman-Richtung. Summer of the Swallow von Josie Charles. Ein Self-Publisher-Buch, das ich lesen durfte und was mich auch sehr, sehr, sehr begeistert hat. Hier hat es mich tatsächlich auch ein bisschen mit den Namen wieder verwirrt. Sailor ist der männliche Protagonist und Juliet ist die Protagonistin, aber sie wird irgendwie ständig Ivy genannt und da war ich am Anfang etwas verwirrt. Aber nichtsdestotrotz konnte ich diese Verwirrung schnell ablegen und konnte mich dann auch für das Buch begeistern. Wir begleiten die beiden nämlich in Chicago. Juliet beschließt, dorthin zu reisen und ihre Bucketliste abzuarbeiten. Und Sailor macht irgendwo das Gleiche, bevor er in 6 Wochen das Familienunternehmen seines Vaters übernehmen soll. Die beiden lernen sich in einem Tattoo-Studio kennen. Das war auf unserer Blogtour auch Reisestation 1. Also die beiden werden ein paar Reisestationen zusammen machen. Und ich durfte das Tattoo-Studio bzw. durfte die Station des Tattoo-Studios begleiten. Die beiden haben super viele schöne Sachen, aber auch verrückte und lustige Sachen auf ihrer Backliste und erleben einfach, ich nenne es mal, den Sommer ihres Lebens. Und eigentlich ist gesagt, nach den 6 Wochen gehen wir getrennte Wege, wir tauschen keine Nummern und gar nichts, wir bleiben nicht in Kontakt, jeder macht sein Ding weiter, aber sind wir mal ehrlich, wer hätte denn daran geglaubt, dass das tatsächlich stattfindet, dass das genau so passieren wird? Niemand. Ich fand es einfach schön zu lesen. Es ist halt auch ein sehr, sehr dünnes Buch, aber das muss ja manchmal auch sein. Es hat 260 Seiten, da ist man ganz, ganz schnell durchgeflogen und gerade so jetzt für den Rest des Sommers vielleicht, um den Sommer ausklingen zu lassen, hier nochmal so ein Wir genießen den Sommer Buch und dann starten wir langsam auch schon in den Herbst. Ich freue mich. Bleiben wir vielleicht gerade bei den Self-Publishern. Ich habe nämlich auch A Place I Never Knew im August gelesen. Was ich total witzig fand, ist ja, dass die Autorin hier aus dem Saarland kommt. Und sie hat auch einfach Saarbrücken mit in ihrem Buch drin. Ich weiß nicht, ob ich jemals ein Buch über Saarbrücken oder das Saarland gelesen habe. Und das hat mich sehr, sehr, sehr begeistert. Etwas Heimatliebe. Wir begleiten Josie und sie geht auf ein, ja, eine sehr strenge Klosterschule mit Faltenröcken und mit allem Pipapo, was mich so ein bisschen an die Schule nebenan erinnert, auf der ich auch war. Wir wurden nämlich damals hier noch von Nonnen unterrichtet und vermutlich ist es daran auch so ein bisschen angelehnt, was das Ganze noch schöner für mich macht. Allerdings trennt sich dann ihre Mutter von ihrem Vater und das heißt, ein Umzug steht an und sie kann die Faltenröcke in den Keller räumen. Josie ist tatsächlich aber auch kein normales Mädchen. Sie ist nämlich krank und diese Krankheit bestimmt auch quasi ihr ganzes Leben. Ihre Mutter behandelt sie, als müsste sie in Watte gepackt werden und sie darf einfach gar nichts. Und nach dem Umzug fängt sie dann aber einfach mal an zu leben und ihr Ding zu machen. Und die Entwicklung, die sie dabei gemacht hat, hat mir auch richtig gut gefallen. Natürlich gibt es auch immer mal wieder ein paar Rückschläge, aber im Großen und Ganzen merkt man einfach, dass sie, auch wenn sie den Umzug
nicht gewollt hat und auch immer gegen ihre Mutter schießt, dass sie sich von ihrem Vater getrennt hat, dass er ihr trotz allem sehr, sehr gut getan hat. Also wenn ihr ein Buch lesen wollt mit einer starken Protagonistin und einer Protagonistin mit Kampfgeist und Lebenswillen, dann ja, wäre dies hier für euch. Und es geht auch arg ans Herz. Also es ist ein bunter Mix aus Kampfgeist und Seufz. Die nächsten beiden Bücher kann ich euch kurz in die Kamera halten, aber um sie dauerhaft hochzuhalten, da fehlt mir jetzt leider die Kraft. Ich habe nämlich diese zwei Schinken hier gelesen. The Chain of Iron, genau. Und Chain of Thorns, Band 2 und 3 der Die letzten Stundenreihen. Reihe von Cassandra Clare. Ich muss sie leider ablegen, es ist einfach super schwer. Ja, da habe ich euch ja schon im vergangenen Lesemonat erzählt, dass ich da Band 1 gelesen habe. Es geht um die Kinder von zum Beispiel Tessa und Will aus der Clockwork-Reihe von Cassandra Clare und um deren Leben. Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um Verrat, es geht um Familienintrigen. Es ist einfach eine wundervolle Reihe. Ja, um was geht es? Also es gibt da unter den Schattenjägern eine Familie, die Carstairs. Meinen treuen Zuschauern wird der Name ein Begriff sein, weil ich aus der Clockwork-Reihe Jim Carstairs einfach absolut liebe. Und jetzt geht es quasi um seine kleine Cousine, um Cordelia Carstairs, die nach London kommt und ja, eigentlich soll sie den Namen ihres Vaters ein bisschen reinwaschen. Die Familie versucht, in die Londoner Brigade reinzukommen und quasi die Schande, die ihr Vater über die Schattenjäger gebracht hat, so ein bisschen in Vergessenheit geraten zu lassen. Und der Sohn von Tessa und Will, James, nimmt sich ihrer so ein bisschen an und führt sie in seinen Freundeskreis ein. Und die beiden kennen sich auch schon, seit sie Kinder sind. Und es gibt super viel Drama um diese ganze Freundesklicke. Und dann tauchen Dämonen auf. Und es ist einfach zu viel zum Erzählen. Es ist auf jeden Fall eine wundervolle Reihe. Ich empfehle jedem, zuerst die Clockwork-Reihe zu lesen. Das sind drei Bücher. Einmal Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess. Und dann danach die letzten Stunden-Reihe zu lesen, die dann quasi wäre Chain of Gold, Chain of Iron, Chain of Thorns. So, ich habe hier, falls ihr euch gewundert habt, Band 3 noch in der normalen Ausgabe, die es so zu kaufen gibt. Und das hier ist die Bücherbüchse Luxus-Kollektion Edition. Da gibt es Band 3 aktuell leider noch nicht, aber wenn es den zu kaufen gibt, dann werde ich mir den natürlich auch noch kaufen. Weil es kann ja nicht sein, dass ich zwei Bände in Luxus-Editionen da stehen habe und dann den dritten einfach normal. Das macht mein Monk nicht mit. Und dann kommen wir last but not least zu dem letzten Buch, The Way You See Me von Lisa Sophie Laurent. Hat mich einerseits total abholen können, andererseits auch irgendwie nicht. Bei vielen Dingen bin ich mir einfach zu alt vorgekommen. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber ich glaube, das Buch ist auch eher an jüngere Leser gerichtet, die sich vielleicht noch selbst finden wollen müssen, die vielleicht auch noch zu Hause leben. Im Buch geht es nämlich auch um ein junges Mädchen, das, ja, gerade aus einer sehr toxischen Beziehung rausgekommen ist und sie macht dann bei so einer Umweltaktion mit und trifft dort auf den Oscar. Und auch bei ihm schrillt da direkt ihre Alarmglocke. Aber wie das eben ist, wenn das Herz involviert ist, da setzt der Kopf halt eben manchmal aus und ich glaube, genau diese Thematik sollte das Buch auch übermitteln. Man hat nämlich sehr, sehr gut erklärt bekommen, wie man die Red Flags
erkennen kann, wie man erkennen kann, okay, das hier ist gerade echt toxisch, das geht gar nicht, wie man aus so einem toxischen Konstrukt rauskommen kann. Das ist alles ein Kann, kein Muss und auch nicht auf jede Beziehung, auf jede andere Beziehung übertragbar. Das Buch zeigt aber auch, wie man nach so einer Down-Phase wieder hochkommen kann, wie man weitermachen kann, wie man wieder zu sich selbst finden kann. Und aber nicht nur Themen wie Mental Health werden hier berücksichtigt und verarbeitet, sondern es geht auch sehr viel um Umweltschutz, um Nachhaltigkeit. Die sind halt einfach in einer Umweltschutzorganisation. Da wird man auch nochmal so ein bisschen mit der Nase drauf gestupst, was in der Gesellschaft vielleicht falsch laufen könnte. Ansonsten geht es auch um das Thema Queerness, was natürlich auch immer wieder gern aufgegriffen wird und auch immer gern von mir gelesen wird. Es ist eine Geschichte, ich glaube wirklich halt für jüngere Leser, weil ich mich mit vielen Problematiken und Gedankengängen, die Mila hatte, nicht identifizieren konnte, beziehungsweise mir dachte, ja, vor einigen Jahren hättest du da vielleicht auch so gedacht, aber heutzutage denke ich mir so, pff, nach mir die Sinnflut, darüber würde ich mir niemals mehr den Kopf zerbrechen. Aber ich glaube, für Leser, die eben auch noch in einem Altersbereich sind, in dem man sich noch nicht gefunden hat, was ja auch absolut nicht verwerflich ist, weil das einfach zum Leben dazugehört, ist dieses Buch schon sehr, ich nenne es mal, hilfreich. Das ist immer schwer zu sagen. Also es zeigt auf jeden Fall, wie das Leben sein kann, wie das Leben aber nicht sein muss. Und hat wirklich starke Statements beinhaltet, was mich ja dann auf der einen Seite dann doch wieder abholen konnte, auch wenn das Tun und Handeln der Protagonistin nicht das wäre, was ich getan hätte. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im August gelesen habe. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in den Kommentaren verraten, welches davon ihr vielleicht kennt oder welches ihr vielleicht noch lesen wollt, welches Buch ihr im August gelesen habt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wenn ihr die Bücher nachlesen, nachschlagen, nachschauen wollt, könnt ihr das wie immer in der Infobox tun. Da habe ich sie euch alle verlinkt. Da sind die Links zu Amazon und Thalia, damit ihr nicht ewig suchen müsst. Das war's jetzt wirklich von mir. Habt's fein, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.